Auf Ärztin Christine Klaassen und ihr Team von der Gynäkologie wartet nun eine Patientin, die alle Signale einer kurz bevorstehenden Geburt herunterspielt. Ach. Ich habe die Frau Markus mitgebracht aus der Notaufnahme. Ja. Kam ursprünglich wegen einer Verbrennung am Bauch. Ja. Also nichts ich konnte aber beobachten, dass sie schon regelmäßige Wehentätigkeiten hat. So in Abständen von circa 5 Minuten. Okay. Also dann gehen wir bitte gleich mal in den Behandlungsraum. Also es ist nicht wild, ich muss auch gleich wieder los, bitte. Ja, ja. Sie lassen sich eben untersuchen. Wir unterhalten uns gleich in Ruhe. Ja. Sie setzen sich da jetzt mal ganz vorsichtig hier mal. Ich helfe Ihnen jetzt mal. Ja, auf die Liege und dann schauen wir erst mal, was wir noch so machen. Ja? Können Sie das mal? Können Sie aufstehen? Ja. Vorsichtig einmal rum. Ja. Haben wir einen Schwangerschaftspass mit? Den würde ich gerne mir mal schnell anschauen. Ja? Darf ich mal? Ja. Okay, wir ziehen einmal erst den. Ja, und den Mantel mal ausziehen, damit wir die Patientin untersuchen können. Und dann einmal runter, zu vorsichtig. Hier haben Sie nämlich die Infusion dran. Ich bin dann schon mal draußen. Wenn ihr mich noch braucht, sagt ihr Bescheid, ne? Frau Markus, Sie sind in der 38. Woche, wie ich das hier sehe. Ja. Ja? Und was war denn jetzt die Ursache, dass Sie in der Notaufnahme waren? Also ich habe mich dummerweise am Grill verbrannt. Ich lege den mal hierher, ja? Mein Mann und ich, wir haben... Darf ich mal kurz sehen? Ja. Das ist so? Einmal hin. Labor schon in der Notaufnahme abgenommen worden, deswegen hat sie auch schon den Zugang. Warte, ich mach mal ein Stück hoch. Dürfen wir jetzt mal die Wunde uns anschauen? Ja. Also ich habe mich dummerweise am Grill verbrannt. Ah, okay. Und ich will auch nur einfach, dass Sie drüber gucken. Und dann brauche ich irgendwie ein Medikament, dass ich dann gleich Moment, auch wieder Moment, lass, ja, ganz, ganz, wir wollen mal ganz in Ruhe gucken. Ja. Und wollen auch mal nachschauen, ob hier irgendwas anderes noch wehtut. Ist das schmerzhaft? Ja. Das ist alles schmerzhaft? Aber es geht schon. Ja, Sie sind ein bisschen heiß, ist die Patientin. Holen Sie bitte mal ein Fieberthermometer. Wir machen bitte auch mal Blutdruck. Oder wir machen es mal so, das geht ganz... So, ich messe einmal Fieber. Erstmal Fieber. Ist Ihnen übel? Sie sehen so blass aus. Und die Kontraktionen, die werden ja immer schneller, ne? Also es ist wirklich so, wie sie sich anfühlt, 39,6. Als die Patientin Sandra zu uns auf die Station kam, haben wir festgestellt, dass die Patientin an ihrem Arbeitsplatz einen Unfall hatte. Sie hat sich den Bauch verbrannt an einem Grill. Sie arbeitet selbstständig mit ihrem Mann in einem Wurstgrill. Aber das war dann, wie es sich herausstellte, ein ganz anderes Problem, weil die Patientin wirkte doch sehr krank, obwohl sie es versuchte zu vertuschen. Frau Markus, soll ich mal Ihren Mann informieren? Nein, der ist jetzt ganz alleine in der Bude. Der kann nicht kommen. Nein, der kann nicht kommen. Ich möchte auch nur dieses Wehenheimer haben und dann sofort los. Er braucht mich. Wehenheimer machen wir gar nicht. Du bist so nett und holst die Hebamme. Frau Markus, ich habe den Verdacht, dass bei Ihnen eine Infektion vorliegt, weil Sie erhöhte Temperaturen, wir sind so über 39, da müssen wir reagieren. Ich lasse jetzt die Hebamme kommen, Sie haben schon Wehen, Ihr Bauch ist auch schmerzhaft, wir müssen da genauer hinschauen. Ja? Die Hebamme macht jetzt die Wehenmessung und auch die Messung der Herztöne des Kindes. Das ist ganz wichtig, damit wir auch wissen, was mit dem Kind ist. Ja, das ist auch in Ihrem Interesse. Und das ist jetzt wichtiger als Ihre Würstchenbude, glauben Sie mir. Die werdende Mutter scheint den Ernst der Lage nicht wirklich zu realisieren. Dabei zeigt der Wehenschreiber, dass der Zustand ihres Kindes längst besorgniserregend ist. Herztöne schreiben. Ja, also die sind aber frequent. Ne? Da haben wir eine Tachykardie. Da haben wir fetale Tachykardie drin. Der Ehemann ist draußen. Ich würde den mal reinholen. Ja. Was? Also die Herztöne des Kindes sind sehr schnell. Das spricht dafür, dass das Kind im Stress ist. Also, ja, weil ich im Stress bin. Ja. Anna, was machst du hier? Ich wollte unbedingt zu dir. Ich habe Helga jetzt gesagt, die soll auf den Stand aufpassen. Wäre es jetzt egal, was ist mit dir jetzt?
Mir geht's gut, es sind nur ein paar Wehen. Nee, du siehst voll so aus, als ob es dir gut geht. Ganz toll siehst du aus. Was ist los? Wir gucken gerade, ne? Hängt am Wehenschreiber. Wir gucken jetzt erstmal, was ist mit dem Baby. Was ist mit der Verbrennung? Ist die in Ordnung? Ja, mit der Verbrennung, das ist das geringste Problem. Echt? Okay. Ja. Also ihre Frau hat erhöhte Temperatur. Die Herztöne des Kindes sind sehr schnell. Das Kind ist im Stress, ihre Frau ist im Stress. Ich bin im Stress. Ja. Und wir müssen dringend jetzt nachschauen, gynäkologisch, inwieweit der Muttermund schon geöffnet ist, weil in 3-Minuten-Rhythmus die Wehen kommen. Und dann werden wir entscheiden, dass wir das Kind wahrscheinlich sofort holen. Ich warte jetzt nur noch auf die Laborwerte. Sie wollte das per Kaiserschnitt geholt bekommen. Ich tue Ihre Frau erst gynäkologisch untersuchen und danach entscheiden wir, ob wir einen Kaiserschnitt machen können oder ob wir eine natürliche Geburt einleiten müssen. Bei der 28-Jährigen kommen die Wehen in immer kürzeren Abständen. Während sich Hebamme und Schwester um sie kümmern, erkundigt sich Christine Klaassen bei dem werdenden Vater, warum seine Frau partout keine natürliche Geburt möchte. Können Sie mir denn sagen, warum unbedingt Ihre Frau den Kaiserschnitt will und vor allen Dingen erst in 2 Wochen? Warum erst dann? Ja, in 2 Wochen haben wir erst eine Vertretung für unseren Wurstladen und darum wäre das planmäßig besser. Und wegen Kaiserschnitt ist, weil ihr kleiner Bruder, der kam halt behindert zur Welt wegen Sauerstoffmangel und da wollten wir halt vorsorgen, ne, mit einem Kaiserschnitt. Ja, aber der Kaiserschnitt ist auch nicht ungefährlich. Da gibt es andere Risiken als bei der natürlichen Geburt, aber er ist nicht risikolos. Und wir müssen halt sehen, was jetzt für Ihre Frau günstiger ist, weil sie ist ja jetzt schon mitten in den Wehen und wir entscheiden das jetzt gleich. Aber Sie müssen sich von den Gedanken trennen, dass ein Kaiserschnitt problemlos läuft. Ja, okay. Also es kann auch Probleme geben, nur andere. Die Frau Markus hatte tatsächlich sehr heftige Wehen, auch in kurzem Abstand. Es war also schon ersichtlich, dass sie mitten unter der Geburt stand. Wie weit der Muttermund war, mussten wir dann erst testen. Die Ärztin hat dann noch mal untersucht und damit war dann auch schon klar, dass das Ganze ziemlich schnell vorwärts gehen wird. Frau Markus, ich muss Ihnen sagen, Ihr Muttermund ist schon ganz weit geöffnet. Wir sind ungefähr schon bei 10 cm und ich sehe auch das Köpfchen schon. Das kann man auch schon gut tasten. Also wir müssen jetzt die Geburt einleiten, ja? Das ist ganz dringend. Ja? Komm, das bringen wir jetzt hier. Schon ganz viel geschafft. Das schaffen wir auch. Ganz viel geschafft. So, wir nehmen jetzt den Rollstuhl mit. Sie können die Hose noch mal überziehen. Frau Markus, jetzt noch mal ganz kurz. Und Ihnen will ich sagen, ich habe jetzt die Blutwerte. Das spricht für eine hohe Entzündung und auch eine Infektion. Wir müssen jetzt ganz schnell reagieren. Und aufgrund dessen, dass der Muttermund so weit offen ist und der Kopf schon so weit ist, können wir keine Spinalanästhesie mehr machen. Also ein Kaiserschnitt ist nicht mehr möglich. Okay. Also, machen Sie was Mögliches, damit alles gut wird. Wir müssen ganz schnell reagieren, damit das Kind keine Infektion auch abbekommen, so wie die Mutter hat. Ja? Für den Kaiserschnitt war es in dem Fall schon zu spät, weil die Geburt schon vorgeschritten war und das Kind mit seinem Kopf schon im Geburtskanal steckte und die Wehen auch schon in sehr kurzen Abständen erfolgten. Wir konnten also keine Spinalanästhesie mehr durchführen, da wir da eine längere Zeit gebraucht hätten, bis eine Narkose gewirkt hätte, dass die Patientin im Bauch und in den Extremitäten gefühllos wäre. Also mussten wir uns für die natürliche Geburt entscheiden. Wollen Sie mit dabei sein? Bitte, wenn es geht, wenn es nicht stört oder was. Nein, dann nehmen wir Sie mit rein in den Kreissaal. Und jetzt geht es darauf aus, dass wir ganz schnell die Operation eines Kaiserschnitts nicht mehr machen können. Also heißt es jetzt... Oh,
Ach ja, jetzt ist die Was ist jetzt passiert? Jetzt ist die Fruchtblase geplatzt. Ach, du Scheiße. Das heißt also, jetzt ab in den Kreissaal, aber schnell. Bei der Patientin platzte bei einer Wehe die Fruchtblase. Und es war deutlichst ein sehr fauliger, unangenehmer Geruch zu riechen, beziehungsweise das Fruchtwasser war grünlich verfärbt und das wies auf eine Sepsis hin. Alles gut? Oh mein Gott. Wenn die Wehe vorbei ist, ruhig atmen. Ruhig atmen. Okay. Wie Sie es gelernt haben. Ganz ruhig atmen. Was machst du hier? Was macht ihr hier? Hallo Sandra. Wie du siehst, ist es soweit. Was? Oh Gott, gar nicht. Okay. Alles geschafft. Das heißt doch, ich will Kaiserschnitt nur sehen. Gar nicht ruhig. Vergiss doch mal den Kaiserschnitt, Schatten. Vergiss alles, was wir geplant haben. Das kommt jetzt. Einmal bitte, genau, den Aufzug drücken. So. Sie müssen jetzt sehen, dass Sie in den Kreißsaal kommen. Ja. Ein bisschen zügig. Entschuldigung. Der Patientin ist schon... So, aber jetzt rein. Eine andere Patientin, die die Patientin schon früher von ihren Vorbereitungskursen für die Geburt kannte, ist mit in den Kreißsaal gekommen, was uns in unserer Tätigkeit sehr unterstützt hat, weil die ein sehr vertrautes Verhältnis hatten und wir auf jeden Fall die Patientin dazu bewegen konnten, dass sie jetzt doch dieser natürlichen Geburt zustimmte. 20 Minuten später liegt die 28-Jährige schon in den letzten Presswehen. Ihr Mann und ihre Freundin geben ihr Halt. Dass im Kreißsaal gleich noch Hektik ausbricht, ahnt in diesem Moment niemand. Okay, Luft holen. Und jetzt. Nach unten ja, drücken, drücken, weiter drücken. Ja, und jetzt, auspusten, ja. Auspusten, der Kopf ist da. Okay. Oh. Durchatmen und gleich noch mal ein kleines bisschen mitreißen. Wir brauchen nur noch den Körper. Komm, kleines bisschen noch. Jetzt, kleines bisschen. Jawohl, die obere Schulter, die untere Schulter. Ja, und es ist jetzt, da. Ja, super. Super. Ja, also komm fein. Die Schnurrbart noch ums Beinchen. So. Ja, dass es nicht kalt wird. Ja, der erste Eindruck des neugeborenen Kindes war sehr gut. Es verhielt sich normal, die Temperatur war normal. Der ganze Kreislauf war eigentlich kindgerecht. Und wir gehen davon aus, dass es dem Kind gut geht. Natürlich wird es auf der Kinderstation noch mal entsprechend untersucht. Also das machen wir bei jedem Kind und in diesem Fall sowieso und ganz speziell. Und wie ist der Name von dem Baby? Ach, sehr schön. Oh, gut. Was ist denn Lucy? Lucy, ich glaube, gehen Sie mal gucken. Ich glaube, bei der Lucy, gehen die Wehen los. Was los? Es geht los. Lucy? Es geht los. Okay, also, das ist Lucy. Los. Atmen, nicht schön. Jetzt kommt die nächste Geburt. Das sind ja dann fast wir Zwillinge sozusagen. Also, ich komme, aber dann kümmere ich mich um die. Lucy? Sie kommt. Ne? Jetzt ist sie dran. Lucy? Und vielen Dank, dass Sie so geholfen haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich komme auch Sie gleich rüber. Sehen sich gleich. Ja? Genau. Danke, kommt ja wieder. Ne? Ne? Du kommst klar, weil dann ich gleich. So, dann gratuliere ich Ihnen. Das Kind ist in Ordnung, haben wir ja gehört. Mhm. Vorsicht, das Antibiotikum läuft, dass das nicht rausrutscht. Ja. Und jetzt ruhig entspannen und ruhig. Und Sie haben eigentlich alles gut geschafft. Ja? Nochmal Gratulation. Und ich gehe jetzt mal schauen, was mit Luzi ist. Ne? Nachdem das Baby geboren wurde, war es sofort wichtig, dass die Antibiose lief, weil es war ja eine Infektion, eine Sepsis zu erkennen durch das hohe Fieber und auch die Laborwerte. Und wir mussten die Mutter sofort schützen, nachdem das Kind geboren wurde, dass die Mutter keine Sepsis, keine generalisierte Sepsis in dem Fall erlebte. Am nächsten Morgen erlebt die Ärztin gleich eine doppelte Überraschung. Die Freundin der Wurstbudenbesitzerin hat in der Nacht ebenfalls eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Ach, hallo, Familie Markus. Ja, süß. Ach, ist die Kleine süß, die Lilly. Ja, fein. Ja, alles gut. Fühlen Sie sich wohl? Ja. Ja, und wie haben Sie das gelöst mit Ihrer Wurstbude? Wir haben uns jetzt eine Aushilfe genommen für den Laden, damit ich auch voll und ganz für Sie da sein kann. Ach, das ist aber schön. Also das ist ja sehr, sehr schön. Und wie geht's Ihnen, Lucy? Gut. Und wir Ihrem Kind auch? Ja, aber jetzt ja. Alles gut. Sehr schön. Das ist auch eine süße Kleine. Wunderbar. Schön.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke, ja. Dank. Sie bleiben noch ein bisschen da, nicht zur Überwachung, das haben wir ja ausgemacht. Genau. Und ich schaue immer mal zwischendurch nach Ihnen, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja? Während ihre Freundin mit ihrem Baby schon nach 3 Tagen nach Hause durfte, blieb die 28-Jährige wegen der Infektion und der Gefahr der Blutvergiftung mit ihrer Tochter noch für eine Woche zur Beobachtung. Mutter und Kind haben trotz aller Komplikationen keine bleibenden Schäden davongetragen. Die Kleine verzaubert ihre Eltern jeden Tag aufs Neue.